Hey Leute, was geht und willkommen zurück zu Let's Play Age of Empires 3. Und ja, willkommen zu einem Let's Play nach Jahren. Ja, komisch, dass es überhaupt noch auf unseren Kanal kommt, ne? Ja. Ja, wir nehmen wieder ein Let's Play auf, das ist doch sehr, sehr schön, mal zur Abwechslung. Und ich muss sagen, ich bin noch relativ im Training. Luca, wie steht's mit dir? In deiner Verfassung? Also, ich habe seitdem ich mein Turnierspiel gespielt habe, nicht mehr gespielt. Einige wissen wahrscheinlich, dass es so ungefähr knapp auf, Gott, keine Ahnung, 5 Monate kommt. 4, 5 Monate, irgendwie sowas habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe also keine Ahnung, was ich hier mache. Ich hoffe, ihr reißt mich den Kopf ab, wenn ich irgendwas verhaue. Ja, Luca, lass uns schon ein bisschen so exploren, weißt? Ja, ich muss mir jetzt erstmal reinfinden. Das ist so wie mein erstes Spiel seit... Was ist eigentlich ja, Age? Wir spielen hier gegen zwei Feldwebel auf der Prärie. Oder Grey Prärie, keine Ahnung. Ich mit den Briten relativ standardmäßig für meine Verhältnisse und Luca mit den Franzosen. Mhm. Er hat sich gerade noch ein Deck gemacht. Luca, was wird deine Strategie denn? Oder besser also, gesagt, was wird... Das ist ja eigentlich Fast Fortress. Ich weiß nicht, ob ich Fast Fortress nochmal hinkriege irgendwie. Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Das ist nämlich... Ja. Ne? Etwas... Ich denke, wir sollten uns lieber fragen, was ist unsere Teamstrategie, ne? Denn wenn der eine Rush und der andere macht Fast Fortress, könnte nach hinten losgehen. Ich wähle trotzdem mal hier das Rush-Deck aus, weil das einzige ist. Ich habe noch dieses Nicht-Wasser-Deck, aber irgendwie spricht mir das nicht so ganz an. Ich würde gerne ruhig den Gegner, oder mit diesem Deck hier versuche ich eigentlich immer entweder zu rushen oder halt so eine Art Verteidigungsarmee aufzubauen und dann wirtschaftlich den Gegner zu vernichten. Ich weiß, es hört sich vielleicht nicht ganz so clever an, aber es hat den letzten Malen, also vor allen Dingen im 1 gegen 1, weil ich jetzt eigentlich nur 1 gegen 1 spiele, weil, oh fuck, ich habe vergessen, Haus zu bauen. Weil wenn Luca nicht da ist, dann spiele ich halt, oder spiele ich halt nicht gerne im Team, weil die meisten Teammates, ich habe immer das Pech, dass ich scheiß Teammates habe und das nervt mich einfach heftig und dann spiele ich lieber 1 gegen 1 Duelle. Guck mal hier so ein bisschen weiter, du hast ja den schönen Kundschafter, ne? Da fällt mir auch gerade was ein, einfach nur so als Thema. Wir haben das zwar schon mal angesprochen, glaube ich, aber da hat, glaube ich, niemand so wirklich darauf reagiert, so wie ich das zumindest in Erinnerung habe. Und zwar, vielleicht wisst ihr, dass wir irgendwann mal gesagt haben, ihr könnt uns auch, wenn ihr selbst Spiele spielt oder sowas, uns mal zuschicken, dann kommentieren wir die auch. Damit unsere Serie auch irgendwie weiter fortgesetzt wird und so. Ich glaube, der eine ist sogar Deutscher. Dieser Nixon. Ja, Vincent hört zu. Ja, die beiden sind Deutsche. Also ich denke, der eine heißt Land Rush, das hört sich schon relativ deutsch an, und andere. Ja, aber Land, ne? Ja, das sagt man aber eigentlich nicht, ne? Und der andere. Wenn er ja gut, aber der andere, also das Deck heißt eigenes Deck und das ist halt, ne, der Standardname. Von daher. Ach, was soll's. So, ich versuche hier mal die Holzeinheiten zu snacken, wenn er mich nicht entdeckt. Das wäre nämlich ein bisschen blöd, aber... So, vielleicht nochmal agen, das wäre auch clever. So. Bist schon am agen, Luca? Jo, bin ich auch schon. Sehr gut, sehr gut. Ja, von Punkten her ist es eigentlich gerade genau gleich. So, ja, wollen wir dann schon offensiv spielen oder was meinst du? Ich meine, wenn du fast Fortress reinhauen würdest, dann müssen wir uns aber trotzdem schon eine defensive Armee machen, weil der eine spielt mit den Osmanen, Land Rush, ich weiß ja nicht, ne? Und der andere, na gut, ne? Das könnte alles sein. Was für Einheiten willst du denn machen? Also ich wäre eigentlich für Plänkner eigentlich. Im zweiten Age?
Ja, ich will eigentlich Fast Fortress machen, deswegen weiß ich nicht. Du brauchst aber eine Verteidigungsarmee. Die Ja, werden dich nicht 10 Minuten oder so in Ruhe so lassen. ich hab es im Moment irgendwie, wie gesagt, ich habe lange nicht mehr Age gespielt. Können die Franzosen im Na toll, ja, super. Ich hab mich verklickt und jetzt habe ich mir Age schon abgebrochen. Bist du Geil. eine... Ja, toll. Ja, das bedeutet, es Alle dauert sind bis ich. geaged, also vom Gegnerteam. Ja, Luca. Oh, das war so richtig dumm von dir gerade gewesen, Alter. Leute, Fail ihr der seht Woche es. für Das darfst du gar Luca. nicht verteilen, aber egal. Ich glaube, das wird das Genick brechen jetzt. Ja, okay, so pessimistisch müssen wir jetzt nicht sein, Ja, aber aber... zumindest baut der hier eine Base schon mal hier vorne gleich, der Osmane. Ja, ich baue Defensivbase. Ich will mir lieber defensiv verhalten. Ja, ich hab Age abgebrochen, was soll ich sagen, ne? Spasti. Irgendwie lag's gerade so ein bisschen komisch. Ja, Internet-Lags, glaube ich, ein bisschen. Oh, ich hasse das. So, jetzt geht's wieder. Ja, ich mache direkt zwei Kaserne. Ja, die bauen da einen Außenposten. Und ich Ja, glaube, jeder von das beiden juckt eine mich nicht. Kaserne. Das juckt mich ganz und gar nicht. Jetzt bin ich mit dem Age schon Oh. zur Hälfte fertig, das ist super. Du bist ein Tier, Nerds. Luca. Ja. Ich könnte mich selbst schlagen dafür, aber ich mach's mal einfach nicht. Schade. Ich habe schon mal direkt zwei Kasernen. Ich schicke mir nochmal die Nahrungseinheiten, damit ich auch ordentlich hier die Musketiere rausballern kann. Bei Luca sieht es noch relativ bescheiden aus. Wie kommt Ja, das wohl? was soll ich sagen? Ich hab jetzt sogar schon genug, um ins nächste Age wieder zu gehen, aber ja. Ach du Scheiße. Ja, das war auf jeden Fall der Fail der Woche für dich, Luca. Herzlichen So, Glückwunsch. danke. Ich habe mit dem mal selbst, auch wenn sich das eigentlich nicht gehört, aber okay. Viper ist im zweiten Age, legen sie Dass ich das noch wahrscheinlich. erleben darf. Denken wahrscheinlich auch gerade, was ist denn für ein scheiß Noob, aber naja. Ja, bin ich ja auch, aber so noob ich eigentlich nicht. Normalerweise zumindest. Da habe ich schon mal hier ein paar Musketiere. Ich habe überlegt, ob ich mir jetzt die 6 Langbogenschützen oder die 5 Siedler holen möchte. Ich habe mir dann doch für die Siedler entschieden. Ich weiß nicht, ist natürlich ein bisschen riskant, wenn er mich jetzt angreift. Aber da wir ein 2 gegen 2 haben, klar, die machen jetzt auch hier schon ganz proletisch hier schon ihre Basis hier. Aber ich hoffe einfach mal, dass Luca auch gleich Verteidigungsarmee habe zumindest, ja. Bisschen Armee hat, damit wir die auch im Falle des Falles aufhalten können. So. Mit den Punkten, der eine ist auch nicht wirklich gut mit den Punkten da, der Holländer. Kannst vielleicht ein bisschen mit dem hier scouten bei deren Base, das wäre ganz gut, wenn wir wissen, ob die schon Armee haben. Ja, dann müsst ihr jetzt zu der Base hier oben gehen. Ja, du ist ja dein Kundschafter da. Ja, deswegen, meint ja. Ja, aber Sehr gut. wenn du sagst zu der Base, dann glaube ich, habe ich eher irgendwie. Also Janchar scheint das schon mal zu haben. Ja, die kommen. Oh, holy shit. Wie geht das? Wie geht 20. das? Ja, ich lasse mich einfach mal direkt hier töten. Ja, die haben Plänker und Janchar. Ja, ich habe jetzt auch 20 Leute. Deshalb Ja, ich habe Luca 0 Leute bis jetzt. 19 oder was? Der Ich eine, spiele ne? jetzt gerade aus, weil, ne, Fail und so. Du solltest dich auf jeden Fall jetzt ranhalten, Luca. Das Ja klar, ist. ich bilde ja schon aus, aber ich konnte halt nichts so wirklich machen, weil, ne? Weil Opfer und so. Sehe ich auch so. Ich mache ja noch ein paar mehr. Ist so jetzt sehr, wäre sehr scheiße, wenn der jetzt mit seinen Plänklern hier rein kommen würde. Das würde mich. Oh, Nein, er die kommt bei kommen zu mir, er dir. kommt zu mir, er kommt zu mir. Ja, warum wohl, Luca? Wenn man sieht, dass du Ja. so spät aged, ist natürlich immer gefundenes Fressen. Das war natürlich auch mein klassischer, das war natürlich meine klassische Taktik und so, weil ich so ein Noob bin. Ja, ich glaube, für mich ist das jetzt schon Game eigentlich. Chill erstmal kurz, die haben nicht viel. Die haben nicht viel. Ich habe aber auch nichts. Ja, aber ich komme ja zu dir. So. Jetzt bereit hier die Leute abfangen. Du kannst ja. Ja. Schwierig, aber. Noch ist nichts verloren. Nein, doch Ich nicht. brauche jetzt nur relativ viele
Armbrustschützen, ich hab viele Bogenschützen. Ja, ich bin mit meinen Leuten im Dorfzentrum, ich kann nichts anderes machen. Ja, passt schon. Die, also die werden im Dorfzentrum nicht killen können, das steht schon außer Frage. Ja, ich weiß, aber der Rest, und also ich bin jetzt gleich auf dem dritten Age, aber... Also, ja, ich komme jetzt nochmal nach mit 11 Langbogenschützen, das sollte die eigentlich... Das ist gut, das bringt dir ja nichts. Hast du den Schnell-Ager genommen? Ja. Das war jetzt vielleicht... Nichts. Ja genau, das war jetzt... Was soll's. Aber was soll's. Ja, aber was soll's, ne? Ich brauch schnell denken, also von daher... Das habe ich wohl gemerkt. Lass deine Leute nach hinten raus, damit die wenigstens was sammeln können. Die können dich ja nicht sehen von da hinten. Es leckt nicht nur bei mir, oder? Nein, bei mir leckt es leider auch. Immer mal so zwischendurch. Was machen meine Scheißsiedler denn da? Scheiße. So, jetzt werde ich aber mir ein bisschen mehr die Wirtschaft sichern zumindest. Die Wirtschaft sichern? Wie geht das denn? Irgendwie versuchen ein bisschen Punkte aufzubauen erstmal. So, ja. Das ist eine nicht schlechte Idee, Luca. Ja, die Klänkner, die chillen ja immer auch vor meinem Lager auch irgendwie. Egal, die werden dein Dorfzentrum nicht zum Fall gegen kriegen können. Und du musst jetzt nur ein bisschen Armee machen, ne? Ja klar, ich brauche aber erstmal wieder kannst du 100 Holz spenden für eine Kaserne. Ich würde dir zum Stall raten, um ehrlich zu sein. Ist mir egal, dann für den Stall, aber für irgendwas. Da darf ich keine 100 Holz. Ja, das ist natürlich gut. Ja, obwohl... Ja, jetzt komm, habe ich 100 Holz hier. Ah, nett. Da jetzt gesendet? Nee, noch nicht. Noch jetzt, nicht. Jetzt. Ja, jetzt hättest du es auch nicht mehr machen müssen. Das habe ich auch. Okay. Ja. Ich werde außerdem wieder angegriffen. Vor allem, wenn ich ja... Und von den Plänkern, die hinten kommen. Ja, das Gute ist, du bist im dritten Age. Und von den Punkten sieht es ganz gut aus. Deren Rush ist... Naja, man kann jetzt nicht sagen, dass er komplett gescheitert ist, aber... Aber sie haben so viel erreicht, wie sie eigentlich wollten. Ganz genau. Das ist schon mal gut. Ich versuche jetzt gerade... Stall baue ich auch, aber ich muss den leider etwas fernab vom Dorfzentrum bauen. Ich habe jetzt hier wieder 21... Musketiere. Das ist schon mal ganz gut. Die sind hier... Ich muss mal diesen scheiß... Kunde vielleicht töten, der ist... Irgendwie leckt's immer so ein bisschen, das ist echt blöd jetzt. Liegt wohl leider an deren Internet. Ach, du machst ja noch ein zweites Sortum, das ist gut. Mach du mal bitte nur Husare. Ja, mach ich schon. Weil ich mache dann nur Musketiere, da haben wir eine sehr gute Kombination. Ich versuche jetzt hier auch wieder auf Echo zu gehen. Von Punkt ist es hier genau gleich, also wir sind doch im Spiel. Kommt mir auch so vor. Wir sind sogar etwas in Führung. Ja, ich mache auch mal den Handelsposten jetzt, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Du bist auch im dritten Age, aber das ist kein Problem, weil wir haben dich auch noch im dritten Age, von daher gleicht es jetzt wieder aus. Naja, also der und ich. Du brauchst jetzt aber, du musst jetzt ausbilden, ne? Ja, ich bin ja gerade dabei schon. Sehr ja, gut. So. Weil die werden gleich wieder angreifen, dann greift durch mich an. Aber, okay, die schießen ein paar weg leider. Ja, ich habe die relativ oft, oder... Nein? Ich brauche deine Husare, Luca, bitte. Ja, wäre schön, wenn die schon mal fertig wären, ne? Dieser Stall ist gerade eben erst fertig geworden. Die sind leider noch nicht fertig. 15 Stück in Ausbildung, aber fertig noch nicht. Mach mal direkt eine zweite. Einen zweiten Stall. Ja, ich muss gerade noch auf 5 Holz warten. Ich kann mich auch selber noch retten mit meinen Langbogenschützen, die jetzt kommen.
Hoffe ich mal zumindest. Okay, na, das wird schon schwierig, shit. Ja, das ist sehr gut, weil... Alleine schaffen das meine langen Bogenschützen leider nicht. Nice. Jetzt kannst du durch Wirtschaft glänzen, Luca. Ich meine, dein Fast Fortress ist ja gelungen, insofern. Über Umwege. Ja, über etwas größere Umwege. Funktioniert aber trotzdem. Ja, meine Mitte ist ein bisschen geschwächt, aber naja, als Team stehen wir jetzt schon mal ganz, ganz gut da. Kaum zu glauben, dass das Comeback so gut funktioniert. Also irgendwie... Ich hab mir vorgestellt, dass es etwas schlechter ist. Etwas schlechter. Noch schlechter? Ja, etwas schlechter schon. Definitiv. So schlecht war das jetzt doch nicht. Noch haben wir nicht gewonnen und leider sehen die Punkte auch nicht so rosig aus. Und ich erwarte leider, zieh viel zurück mit den Husaren, die führen dich nur zu weit in deren Lager hinein, das sind eventuell... Guck dich mal ein bisschen mit deinem Speer um, was die auch so in deren Umgebung, ob da vielleicht... Ja, die haben schon zwei Falkonette zumindest, das weiß ich. Weil du kannst ja hier auch vielleicht mal ein bisschen snacken mit deinen Husaren, ne? Ja, weil ich glaube, es wäre sehr, sehr clever, wenn du deren Wirtschaft schwächst. Weil ich glaube, die schätzen sich relativ sicher hier mit deren Base. Und dann lauf einfach hier oben rum und guck mal nach, was passiert. Also hier sind auf jeden Fall schon mal welche. Und, ach fuck, greift mich schon wieder an. Luca, ich bräuchte deine Husare einmal kurz hier. Jo. Gegen die... Hättest du eine gute Stelle, um einen Fort zu platzieren, so zufällig? Greif noch nicht an, mit denen greif noch nicht an. Noch nicht? Okay. Nein. Die müssen wir nur haben, um die... Okay, hier ist nämlich die perfekte Stelle, da kannst du schön den Siedler wegsnacken. Nimm die vier hier von hier oben und hau rein. Ich hoffe, ich komme auch gut um die Base von denen rum. Oh, das wäre ein kleiner Fail, wenn nicht, ne? So, ich bin halt ziemlich offensiv mit meinen... Siedlern am Gange. So. Ich habe auch wieder ein paar Langbogenschützen. Ja, lass mir unten angreifen, wenn noch welche sind. Ja, ich muss erstmal hier oben gucken. Beim Wirtschaftsstern. Würde ich zumindest mal sagen. Das Problem ist halt nur, ich will nicht... Ja, fuck. Kannst du kurz bitte angreifen? Oh, ja, da unten sind ja nicht Haare. Haben wir vergessen. Nein, die Husare, Luca, hier bei meinem Lager. Ich weiß, Vincent, aber bei denen da unten, wo ich snacken sollte, sind aber... Ja, ciao, da komme ich nicht vorbei. Ja, dann passt das. Ja, es war gut, dass ich jetzt halt dieses scheiß Lager da richtig habe. Jetzt haben die mich zwar entdeckt, ist aber nicht so mega tragisch. Ich kann jetzt nochmal hier ordentlich Häuser raushauen, das ist gut. Leider bin ich so ein bisschen mit den Punkten... im Rückstand. Fuck. Ich sehe es, sie laufen in der Lager ran. Leider. Egal, solange ich die... Ach, shit. Ich hasse das, wenn die mir so mit ganz wenig Leuten raiden. Luca, Armee kommt zu dir. Ja, ich sehe es. Okay, das ist, ja. Was soll ich sagen? Da habe ich keine Chance gegen Vincent. Defensiv-Fort errichten. Ja, das, Ich komme gleich... Hast du eigentlich Rohstoff? Du musst... Ich habe Rohstoffe, ich bilde auch die ganze Zeit aus. Ja, du brauchst ganz viele, Stelle, Luca, wenn du so viele... Ne? Was brauch ich ganz viele? Du brauchst mehr Stelle. Ja, erstmal ist jetzt mein Fort kaputt. Snack direkt mit den Husaren hier das Falkonett weg. Und mit meinen Langbogenschützen erledigen den Rest. Ja, hoffe ich mal, bevor mein Dorfzündung kaputt ist. Ja. Das weiß ich nicht, dass das so schnell... Ah, ist ein bisschen blöd, die Husare sind ein bisschen zu spät da. Geht direkt aus Falkonett, weil die snacken gerade. Oh ja, geh auf die Bronzehaubitzen, Ja, ich versuch's schon. Meine Siedler sind jetzt einigermaßen... Was ist in deinem Stall?
kommt da auch ordentlich was raus gleich. Weil, jetzt können wir es draußen. Perfekt, ja, ja. Ja. Ich gehe auf die Janitschare, geh du auf die Plänkler. Ja, mach ich. Ah, die erreichen die, glaube ich, noch nicht mal wirklich. Also ich habe ja noch ein zweites Dorfzentrum, da ist das ist nicht dran, aber... Ja. Du brauchst jetzt Armee, Luca, mach noch einen dritten Stall am besten. Ja klar, das hatte ich jetzt auch irgendwie vor. So in der Form. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist wieder eine spannende Partie hier. Ja, eine ziemlich spannende. Am Start. Ach, ich habe noch keine Scheiß... Ach, fuck. Ganz vergessen, die Weiterentwicklung zu machen für die... für den Marktplatz. Aber ja, doch. Wir haben das ja nochmal hier aufgehalten. Wir sind zwar gerade noch ziemlich defensiv unterwegs. Aber wir fangen uns wieder, würde ich sagen. Ja, so knapp, würde ich sagen. Wir ganz fangen knapp. Uns. Ist ja gut, kommen gleich nochmal ein paar Husare von dir. Ja, ja, die sind weil, schon, die sind gleich fertig, keine Sorge, aber weil ich kann ausbilden, als sie ausbilden können. In die Plänker kannst du nichts machen, kannst du auch, musst du auch nicht drauf gehen auf die Plänker. Nehm mal das Lakota-Ding ein, da kannst du Dings, denn werden die ja schneller ausgebildet. Geh auf die Plänker drauf. Ja, mach ich gerade. Ich hab noch 10 Langbogenschützen von hinten. Ja, okay, er geht mit der Graf. Mit ich age auch an, ich age auch. Okay, mach. Ja. Yes. So. Wenn der das macht, dann musst du es auch machen. Jetzt muss ich bloß noch irgendwie die Janitschare da. Auch wenn es unklug ist, sie jetzt anzugreifen, ich greife sie einfach mal an. Ich habe auch noch im Hinter... da kommen wieder Plänkler. Ist. Aber nicht so viel. Ich glaube, die sind jetzt auch langsam erschöpft. Was geht denn von den Punkten her? Sind die deutlich besser als wir? Egal, aber... Und die haben 2 Handelsposten. Also hier, der hier. Den kannst du auch mal gleich noch snacken, wenn du wenn wieder was frei ist bei dir. Ja, ich habe gerade Befürchtung, dass die hier meine geheime Basis entdecken. Eine geheime Basis, ja. Ich wollte auch mal, entweder soll ich mir gleich 2 Falkonette oder 8 Siedler holen. So, ich mache mir so da oben auch mein Dorfzentrum hin. Ja. Gehe am besten mal vielleicht mit denen hier und schon mal den Handelsposten. Shit. Ja, hier oben ist der Kundschafter noch. Den finde ich nicht ganz so nett. Ja, mach dir mal kurz kalt. Wenn die uns noch 2-3 Minuten geben, sind wir auch wieder ganz ordentlich im Spiel. Hoffen wir zumindest mal. Was denke ich noch mal? Ich brauche nur ein bisschen mehr Wirtschaft. Ich überlege gerade, wie ich das erreichen kann. Eigentlich will ich nicht unbedingt da oben den Handelsposten zerstören. Wieso nicht? Weil ich dann das Aufsehen von denen darauf ziehe und die dann eventuell meine Basis hier oben entdecken können. Ja, musst du entscheiden. Ich weiß nicht, eigentlich nicht so gerne. Ich würde lieber jetzt gerade erstmal warten, bis ich... Okay, dann chillen ein bisschen mehr. Ich brauche ein bisschen mehr Gold. Ja, doch, wir holen jetzt langsam wieder auf mit den Punkten. Das ist schon mal ganz gut. Ich bin jetzt auch im dritten Age, ich hol mir mal... Ja, da sind seine Janitschare in meinem Lager, das ist nicht gut. Nur ein paar. Mach mal einen Wall darum, kostet ja nicht so viel. Ja, ich weiß, ich muss gerade erstmal gegen die Janitschare. Oh, der ist im vierten jetzt. Das ist natürlich blöd gelaufen. Ja doch, ich brauch die. Ich hoffe, meinen überleben alle hier noch. Weil meine Husare einfach nur so scheißen lange brauchen, um die aufzuhalten. Ah, guck mal, was wir haben. Raiden. Oh shit. Gerade wo ich von Raiden spreche, wäre ich selber
Mantel angegriffen. Ich habe es nur noch zum Glück rechtzeitig gesehen, relativ rechtzeitig. Das war nochmal ganz gut. Er zieht sich wieder zurück. Ja, Luca, hast du jetzt auch mal langsam eine schöne Armee, oder? Ja, ich habe jetzt, glaube ich, knapp 20 Gut, dann greif bitte hier an, okay? Oh. Da, den. Sicher nicht, ich denke erstmal die überall rumlaufen. Ja, ja, ich hier. Gegen die Libertiere. Ja, ich muss, ja, Luca, ich habe ja auch Truppen, komm bitte zu mir. Ja, ich komm schon. Fuck, meine Wirtschaft ist gerade ganz beschissen, weil ich ganz viel blöde... Fuck. Halt du die Libertiere ab, dann mach ich die Flanker weg. Ja, der hat leider... noch so ein paar von diesen scheiß... Husaren am Start, das finde ich nämlich gar nicht nett. Das ist mir recht, da habe ich kein Problem mit. Also, ach, ich habe mir zwei Verkünder geschickt, hier, das ist durch hilfreich. Ja. Also, die Plänker da oben vielleicht wegsnacken, ja. Ja, snack die mal weg, ich habe ja... Ich beschieße mal die Helebardiere, die dich verfolgen. Wir haben den Angriff auch wieder überlebt. Okay, da war noch Glück, dass ich mir dann doch die, die Ding schicken habe lassen. Die zwei Verknöte. Weil die haben schon mal ordentlich geholfen. So. Jetzt kann ich mich für meine Wirtschaft kümmern. Ja, ich glaube, die Plänkner von denen sind jetzt aber auch erstmal so zurückgeschlagen. Ja, das stimmt wohl. Das einzige Problem, was ich jetzt habe, du musst sie nur ein bisschen wieder zurückschlagen. Ja, ich habe es gerade auch... Greif dich mal weiter an. Ja, ich habe jetzt gerade zu wenig Gold, da muss ich noch was machen. Sieht mit deiner Wirtschaft aus, Luca. Du, Bild in den beiden Dorfstands am besten durchgehend Corridor Boisius, okay? Ja, ich habe gerade bloß im Moment auch... Deswegen kann ich keine neuen Sachen mehr machen. Ich habe gerade noch 200 Gold. Ach so, okay. Das ist gerade schlecht irgendwie. Oh, die Graf... Fuck, die haben meinen Ding siehst du nicht, hab ich gar nicht gesehen, scheiße. Fuck. Hilfe? Ja, ich komm. Ich brauch auch mal um mein Lager, das ist mir dann doch zu gefährlich irgendwie. Ja, fällt mir gerade auch auf, sollte ich vielleicht jetzt auch machen. Was mir auch einfällt, was vielleicht ganz lustig wäre für so ein kleines, wenn wir auf dem Let's Playen und so, einfach nur um ungefähr das Spiel so zu reviewen am Ende noch, wäre, wenn man irgendwie es einrichten würde, also das Spiel mal aufzuzeichnen, da am Ende zu, mit Gefecht nehmen und sowas zu gucken, was die Gegner so gesehen haben, sowas wäre auch vielleicht ganz cool. Könnte man auch machen, ja. So, ich muss mir wieder langsam wirtschaftlich fangen, denn die rennen uns jetzt bestimmt gleich weg im nächsten Age. Das Problem sehe ich gerade auch irgendwie. Ja, mach auch mal einen Wall um dein Lager, das ist gut. So. Ja, gegen den Orangen habe ich ganz gute Chancen, weil ich mit meinem langen Bogenschützen und dem Falconett ordentlich den weghauen kann, aber gegen den Pinken ist das so eine Sache. Ja, gegen den habe ich auch so eine leichte Allergie irgendwie. Ja, der ist nicht schlecht. Ich brauche gerade nur deutlich mehr Nahrung. Soll ich mir Gold kriegen? Gold kann ich dir geben im Austausch für Nahrung, ne? Ja, klar, warum nicht? Wie viel Gold brauchst du denn? 300? Oh, schick mir 300, ich schick dir 400. Das hört sich nach einem fairen Tausch an, du. Zu gütig, dann kann ich auch direkt
Obwohl, ein Agent ist zwar noch nicht drin, aber... Agent wollte ich auch, habe ich gerade auch erst überlegt, aber da habe ich mir gedacht, ist lieber doch nicht ganz so gut, glaube ich. Ja. Noch nicht. Das Gute ist, ich habe ordentlich Holz gerade, kann ich schon was investieren. Aber ich mache es auch lieber erstmal ein bisschen mehr Armee. Bevor ich jetzt wieder age. Aber von Punkten her sieht es ja gut aus, wir haben beide über 200 Punkte. Die Frage ist nur, wann der nächste Angriff von denen kommt. Wie sieht es mit der Armee aus, Luca? Im Moment schlecht. Du brauchst jetzt ganz schnell Armee, Luca. Also, ja. Verbinde ich mit den Lycodas, dann werde ich schnell ausgebildet. Ja, und mach dir vier Ställe mindestens. Ja, okay. Ich mache nochmal eine... Du hast gesagt, du hast genug Holz, ja? Nein, ich habe gerade 30. Okay. Ich habe alle investiert. Oh, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe ein kleines Problem mit dem Veteranen Husander. Luca, wer hätte es gedacht, ne? Du brauchst Armee. Zieh die hier von hier unten ab, da hast du noch ordentlich was stehen bei mir. Ja, die sind alle ziemlich stark gedamaged. Gegen die habe ich keine Chance gegen die. Ich kann dir allerhöchstens auch mit meinem Musketieren helfen. Ah, die ziehen wieder ab. Na, die suchen bei mir. Mhm. Ja, bilde jetzt aus, ne? Bilde bloß aus. Ja, mache ich gerade schon. Aber ich muss die hier abziehen, hier unten. Ja, mach das auch. Das ist mir relativ egal, um ehrlich zu sein. Da habe ich größere Probleme. Ja, jetzt habe ich das Beste, was ich in dieser Situation gebrauchen kann. Bevölkerungslimit ist zu hoch. Bei 200? Nee, ich habe, die haben eben mir meine Häuser zerstört, Alter. Achso, das ist natürlich blöd. Ja, etwas. Ja, ich zerstöre da unten mein Dorfzentrum, das ist mir relativ egal. Ich glaube, er denkt sogar, dass ich kein anderes mehr habe. Das wäre natürlich gut. So, ich age jetzt auch mal, wenn er mir jetzt noch die Zeit gibt, bis ich age habe, dann wäre das gut. Klar, meine Armee ist nicht das allerbeste, wenn man es mal vorsichtig ausdrücken möchte. Das muss leider jetzt ein bisschen mit der Zeit her sich wieder erholen. Der hat hier unten, der macht hier gerade einen Fort. Anscheinend denkt er, könnte mich jetzt ein bisschen ärgern. Ich habe leider, das sind Komatschen hier leider. Das sind keine Lakota. Ich habe bei denen welche. Ja, bei hier meine ich doch. Es ist nicht blöd jetzt, ne? Ich glaube, es ist etwas dumm. So, jetzt habe ich wenigstens schon mal... relativ geschlossenes. Ich mache auch mal ein zweites Dorfzentrum, fällt mir gerade auf. Es lohnt sich. Oh shit. Na los. Oh, jetzt ziehen sie wieder zurück. Das hört sich hier gar nicht gut an. Was ist los, Luca? Ich bin am überlegen wegen meinen Kommandopunkten. Das ist irgendwie ein bisschen... Wie fährst du denn? Ja, ich habe 120, aber das Problem ist, ich würde gerne aus der Produktionsschleife so viel wie möglich rausholen. Und die sind gleich durch. Bevor mein Haus fertig ist, das Bild. Los, beeil dich. So, jetzt bin ich auch im vierten Age, das heißt... Ich noch nicht, jetzt kommt gleich. Die haben beide viele Punkte. Ja, das ist ein bisschen blöd. Ich muss auch... Ja klar, die machen so einen scheiß Map Control, wir müssen jetzt beide, oder ich zum... Ja, wir beide auf Mühlen umsteigen, das ist auch immer suboptimal. Ich versuche jetzt hier mit dem Echo Push nochmal zwei Dorfzentren... und ja okay, die bei, ach fuck, die sind auch beide im vierten Age. Luca, wie viel Rush warst du gerade so? Ich habe Münzenprobleme, weil ich von meiner Münzversorgung da oben abgeschnitten bin und gerade 400 Holz warten muss. So, guck mal hier so ein bisschen, was wir so hier an der linken Flanke haben. Mit 10 von deinen lieben Leuten. Soll ich die 10 da wirklich abziehen?
Ja. Wie viel, ey, du hast doch dicke Wirtschaft, oder? Wie Ja, viel, wie dicke viel? Wirtschaft schon, aber wie gesagt, Ich ich werde hier hab keinen Nutzen im angegriffen. Moment. Wie viel Korea der Boys hast du so im Moment? Im Moment 57. Fuck, ich. Fuck, kannst du bitte hier kommen? Ja, Okay, ich dann komme. greif die Siedler an und dann. Ja, mit der Hauptarmee wird die kommen, weil die greifen mich beide an und ich habe leider, fuck, nicht viel gegen die Kaff zu melden. Ja, ich auch nicht. Soll ich vielleicht mal anfangen mit Dragonern? Na komm. Ja, das ist eine Maßnahme, eventuell. Das wäre eine Maßnahme, ja. Und die kommen mit verdammt gut ausgebildeten Einheiten und ich habe hier nur Scheiße. Aber das Gute ist, sie hat nicht den Waiter oben bemerkt, sie hier weg sind. Ja, nur die snacken alle meine. Geht halt auf die Falconette und dann auf die Plänkler. Die haben natürlich zusammen schnell angegriffen, das war gut von denen. Falcon 1 ist weg. Falcon 2 auch. Und die Plänkler gleich auch. Das hoffe ich ja mal, ne? Ja, das klappt schon. Ah, jetzt traden die durch mein Lager, das ist natürlich ganz. Tun sie es doch nicht. Ja. Ich brauche nur gerade Fleisch. Jetzt habe ich wenigstens Veteranen-Musketiere. So, bilde wieder Dings aus. Ja, wie gesagt, ich habe kein Gold. Ich habe das Problem, dass ich kein Gold habe. Ich habe Hier? null. Ja, das ist ein bisschen riskant, glaube ich. Das Ja, stimmt, du hast leider keine andere Wahl. ja, ich habe schon, ich baue mir gerade schon meine Plantagen. Achso, ja, da. Sind... Dann. Ja, meine Armee ist auch weg. Nachbauen, Luca, weil ich habe leider keine Ja, Chance gegen ihn. ich kann keine Armee nachbauen, Vincent. Ich erkläre es zum 15. Mal. Was mit denen? Was mit denen? Die reichen für die Plänkler. Ja, mit den Helibardieren glaube ich nicht so wirklich gut. Das passt schon. Warum kommen da nur 6 raus? Ach shit. Ah, von hinten kommen auch noch. So. Gärtner. Yay. Mach erstmal die Plänkler weg, ich bin gerade dabei, die Helabardiere wegzusnacken. Ja, hinter dir kommen Swahi und Gärtner. Das stimmt allerdings. Hast du noch irgendwas sogar von wegen Einheiten Nope. oder? Ich muss gerade erstmal Gold bekommen. Ich habe 500 Gold gerade. Ich bilde auch schon für mein Gold alles Mögliche aus. Ich mache gerade Dragoner. Erstmal. Weil ich meinen würde, dass Dragoner ganz gut jetzt im Moment wären. Okay Leute, was ich eben gesagt habe mit dem guten Comeback, das ist wohl doch irgendwie nicht ganz so richtig. Komme mit Dragoner in den Lager gegen die Husare, aber ich glaube, es sieht nicht ganz so gut für uns aus. Ja. Kannst du dich noch irgendwie ein bisschen über Wasser halten, oder? Ich habe null. Ich habe alle meine Rohstoffe ausgegeben Warte mal, Vincent, ich kann dir eine kleine Finanzspritze geben. für meine Verteidigung. Ja. Und Alter, warum hast du so viele Rohstoffe und hast Ich nichts? hab... Vincent, das Einzige, was ich habe, ist Nahrung. Ich habe 5000 Nahrung, 22 Holz und 8, 86 Alter. Gold.
Alter, das hätte ich vielleicht ein bisschen früher sagen können. Ja. Ich meine, du bist doch so krass wohlhabend, aber... Nein, in Nahrung bin ich wohlhabend, im Rest habe ich... Du kannst doch eintauschen. Nichts, ach stimmt, es gibt ja Matras. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass das Spiel nicht ganz so gut mehr für unseren Vorteil laufen wird. Hast du denn noch irgendwelche Einheiten jetzt mal, oder? Ja, ich bilde gerade schon aus, ich habe gerade schon Dragoner Tüll geschickt, die sind aber alle schon wieder tot. Also, ja, Luca, ne, für die nächste Partie, die wir hier let's playen, vielleicht ein bisschen noch feiner bei an der Taktik, ne? Ja, Vincent, ich habe eben mich schon entschuldigt dafür, dass ich kein Ding. 4 bis 5 Monate nicht gezockt habe. So, haben wir noch meine verzweifelten Raketen ausgebildet, nur naja. Eine Rakete haut mal vielleicht den einen oder anderen Plänkler weg, aber gegen diese Masse, vor allem gegen die Kavallerie, haben die leider auch keine Chance. Deshalb denke ich, können wir das Spiel auch in den nächsten Sekunden aufgeben. Mhm. Ich würde auch sagen, ich habe jetzt gleich noch einmal einen verzweifelten letzten Angriff, der aber auch wahrscheinlich nicht wirklich was bringt. Weil der wahrscheinlich nichts mehr in der jetzigen Lage ändern wird auch. Ja, ich denke mal, da müssen wir keine Zeit mehr verschwinden, das können wir hier dann doch aufgeben. Ja, warte. Ach, lieber, du hast 3 Kaserne, da kommen höchstens 15 von den scheiß Dragonen raus. Es juckt kein Mensch mehr. Ah. Wer weiß. Ja, gehen wir mal hier noch relativ würdevoll auf. Und der hat noch eine gute Base. Unser Fehler war natürlich... Naja... Wir hatten deren Dings ja schon abgewehrt. Klar, ich habe mich ein bisschen raiden lassen. Ich bin zu spät auf Wirtschaft dann leider doch gegangen. Bei mir war, glaube ich, das Problem, dass ich einfach zu oft gestört wurde auch irgendwie. Ich musste meine Base ja ungefähr 3-mal neu verlegen irgendwie. Ich hatte zwar die meisten Dorfbewohner für eine Zeit, also eigentlich immer. Okay. Dann hat Luca jetzt noch die meisten Dorfbewohner eigentlich, hat er auch Corey der Boys. Die waren, wirtschaftlich waren die, glaube ich, auch gar nicht so stark, aber, ja gut, ne. Ja. Ja, die hatten relativ früh zweite Age und ja, dann, das war's mit der Partie. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich denke, wir laden das in einem Part hoch. Ein trauriger Lose, aber für das Comeback von Luca... Hoffentlich verständlich und dann sehen wir uns hoffentlich am Freitag wieder bei dem Projekttag. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Haut rein. Tschüss. Ciao.